Ja, hallo, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch erklären, auf Schulniveau, wie Halbleiterdioden funktionieren. Schauen wir uns zuerst an, was Dioden machen. Ich baue dazu meinen Schaltkreis aus, Spannungsquelle mit Minus- und Pluspol, die Diode, das ist das Schaltzeichen und natürlich ein Strommessgerät. Ich will messen, wie die Stromstärke sich in Abhängigkeit der Spannung verändert. Das heißt, ich brauche ein Spannungsmessgerät, die Spannung der Quelle, die wird parallel über der Quelle abgegriffen. Das sieht dann so aus. So rum, wie ich das jetzt gepolt habe, ist der Pluspol rechts, der Minuspol links und dann wird das Spannungsmessgerät entsprechend Zeigerausschlag nach links machen und ich drehe mal die Spannung ein bisschen auf und wir sehen, an der Stromstärke passiert gar nichts und wenn man die Spannung noch weiter aufdreht, passiert an der Stromstärke immer noch nichts. Das heißt, die Diode lässt hier überhaupt keinen Stromfluss durch. Das ändert sich, wenn ich genug Spannung anlege, dann geht nämlich die Diode kaputt und dann kann doch Strom durchfließen. Auch schon ziemlich schnell, ab 5 Volt ungefähr ist das Ding im Eimer. Aber das ist gar nicht das, was wir haben wollen. Ich pole die Quelle mal um, habe jetzt links Plus, rechts Minus. Der Spannungszeiger wird entsprechend nach rechts ausschlagen. Ich drehe ein kleines bisschen die Spannung auf und es passiert immer noch nichts. Wir sind jetzt so ungefähr im Bereich 0,5 Volt. Ich drehe die Spannung ein bisschen weiter auf ungefähr 1 Volt. Jetzt auf einmal haben wir einen Stromfluss durch die Diode. Dann drehe ich die Spannung noch ein bisschen weiter auf, vielleicht nur auf 3 Volt oder sowas. Und dann ist der Stromfluss schon so groß, dass es für die Diode gefährlich wird. Deswegen werden Dioden in der Praxis immer noch mit Schutzwiderständen betrieben. Aber hier geht es jetzt um die Diode direkt an sich und was eigentlich dort auf atomarer Ebene passiert. Und das heißt, wir gucken uns genauer den berühmt-berüchtigten PN-Übergang mal an. Dazu erstmal folgende Vorbemerkung. Ich zeichne jetzt grundsätzlich immer nur die Valenzelektronen ein. Für die Leute, die sich schon ein bisschen mit Atomphysik auskennen, das sind die Elektronen, die auf dem äußersten Energieniveau, sprich auf der äußersten Schale sitzen. Für alle anderen noch dazu einfach die Bemerkung, das sind die Elektronen, die über die elektrische Leitfähigkeit entscheidend sind. Im Kern male ich entsprechend nur die zugehörige Protonenzahl, einfach aus Übersichtlichkeitsgründen. Ich zeige das mal am Beispiel des Siliziums. Silizium hat, wie ein Blick in das Periodensystem zeigt, 14 Kernladungen und damit auch 14 Elektronen außen drumherum, damit das Atom insgesamt elektrisch neutral ist. Damit sind die ersten beiden Energieniveaus vollständig besetzt, da passen nämlich 2 bzw. 8 Elektronen drauf. Ja, dann sind 10 Elektronen weg und es bleiben insgesamt 4 Elektronen übrig, die dann im dritten Niveau sitzen. Und entsprechend zeichne ich nur 4 Protonen im Kern ein und entsprechend 4 Elektronen außen drumherum, anstatt die vollständige Anzahl von 14, was mir zu unübersichtlich ist. So, diese Tatsache, dass jedes Atom also 4 Nachbaratome hat, lässt das Ganze wunderbar in einem zweidimensionalen Gitter darstellen. Wir sehen auch hier ein Atom und 1, 2, 3, 4 Nachbaratome und entsprechend die 4 Valenzelektronen des einen Atoms plus die 4 Valenzelektronen der anderen Atome ergeben die doppelte Elektronenbindung. Was ist nun die N-Dotierung? Bei der N-Dotierung werden Fremdatome in die Silizium-Gitterstruktur hineingeschmuggelt, und zwar Fremdatome mit 5 Valenzelektronen, entsprechend 5 Valenzprotonen, könnte man sagen, also 5 zugehörigen Protonen hier eingezeichnet. Das habe ich hier zum Beispiel gemacht oder hier gemacht. In Wirklichkeit ist es deutlich weniger, ich glaube so ungefähr ein Fremdatom auf 10 Millionen Siliziumatome. Und seine Dotierung kann zum Beispiel so funktionieren, dass man den fremden Stoff in gasförmigen Zustand bringt und dann die Fremdatome mit elektrischen Feldern stark beschleunigt und regelrecht in die Siliziumscheiben hineinschießt. Ja, was hat das für eine Folge, wenn ich hier Fremdatome reinpacke? Ich habe ein Elektron, das nicht in das Gitter eingebunden ist, das heißt also frei beweglich ist und das erhöht mir die Leitfähigkeit. Elektrisch aufgeladen, statisch aufgeladen ist der Stoff aber nicht, denn wir haben nach wie vor 5 Protonen und zugehörig 5 Elektronen. Entsprechend zur N-Dotierung gibt es auch eine P-Dotierung. Bei der P-Dotierung schleuse ich entsprechend Fremdatome mit 3 Valenzelektronen ein. Das kann zum Beispiel Bohr sein. Ja, hier habe ich auch 2 Beispiele reingezeichnet. An dieser Stelle 3 entsprechende Protonen und nur 3 Valenzelektronen. Das heißt, an dieser Stelle entsteht eine Lücke. Hier oben habe ich es nochmal gemalt. Auch diese Dotierung hat zur Folge, dass sich die Leitfähigkeit erhöht, denn diese Lücken sind insgesamt im Gitter beweglich, ohne dass die Elektronen sozusagen aus dem Gitter herausgelöst werden müssen. Wer mit dem Bender-Modell vertraut ist, kann sagen, sie bleiben im Valenzband und sind trotzdem beweglich. Das Ganze ist natürlich jetzt noch nicht so spannend. Wir haben mit einem Halbleiter einen schlecht leitenden Stoff und haben ihn durch die Dotierung wieder besser leitfähig gemacht. Spannend wird das Ganze erst, wenn ich einen PN-Übergang schaffe. Sprich, ich klebe einen P-dotierten Halbleiter an einen N-dotierten Halbleiter. Und das habe ich entsprechend hier dargestellt.
einmal drei p-dotierte Fremdatome, hier entsprechend n-dotierte Fremdatome, und das Ganze bildet dann diesen sogenannten p-n-Übergang. Was passiert in dem p-n-Übergang? Insgesamt finden ein bisschen thermische Bewegungen statt, denn das Ganze ist ja nicht auf dem absoluten Temperatur-Nullpunkt, sondern bei Raumtemperatur. Und dabei können gerade die freien Elektronen sich ein bisschen in dem Körper bewegen. Ja, und dadurch kann es passieren, dass die Elektronen bei ihrer Bewegung auf ein Loch treffen und dieses dann natürlich besetzen. Das ist jetzt hier und hier gerade passiert. Als Folge haben wir dann in diesem Kontaktbereich keine beweglichen Ladungsträger mehr. Sowohl die Löcher sind verschwunden, als auch die freien Elektronen sind verschwunden. Das heißt, die Diode kann an dieser Stelle eigentlich gar keinen Strom leiten. Warum sie es trotzdem kann, werden wir gleich sehen. Dieses Besetzen der Löcher hat nicht nur zur Folge, dass keine Ladungsträger mehr da sind, sondern sorgt auch für eine Aufladung dieses Kontaktbereiches. Und zwar hier an der Stelle negativ, an der Stelle positiv. Das heißt, die p-dotierte Schicht lädt sich negativ auf, denn, können wir mal hier gucken, hier sind nur drei Protonen, aber insgesamt jetzt vier Valenzelektronen außen. Und hier haben wir entsprechend fünf Protonen, aber ebenfalls nur vier Valenzelektronen außen. Also eine positive Aufladung in der N-Schicht. Ich schreibe das nochmal hier hin. Und diese Aufladung hat wiederum Folgen, denn es gibt ja noch weitere freie Elektronen und weitere Löcher. Wir beobachten das mal jetzt auf seiner Reise. Es geht hier rein in das Feld, es geht in den negativ geladenen Bereich und wird vom negativ geladenen Bereich wieder zurückgedrückt, beziehungsweise vom elektrischen Feld, das hier in diesem Bereich ist, wieder zurück in die n-dotierte Seite geschoben. Das heißt also, nachdem die Aufladung eine gewisse Größe und eine gewisse Stärke erreicht hat, können keine weiteren Elektronen mehr in diesem Bereich hier vordringen und das weiter aufladen. Das heißt, dieser Grenzbereich geht nur bis zu einer gewissen Breite, das ist in Wirklichkeit im Mikrometerbereich und nicht weiter. So, das schreibe ich auch nochmal auf. Die Aufladung stößt weitere freie Elektronen wieder zurück und damit wird die Grenzschicht dann bloß bis zu einer gewissen Dicke sich aufbauen. Das ist der Zustand der Diode, ohne dass sie irgendwie in einen Schaltkreis eingebaut ist, bloß einfach, wenn sie so herumliegt. Jetzt bauen wir sie in den Schaltkreis ein, das heißt, wir legen von außen eine elektrische Spannung an. Und zwar so, wie sie zuerst gepolt war, das heißt, hier links ist der Minuspol dran, rechts ist der Pluspol. Sprich, die Elektronen erfahren eine Kraft, die sie nach rechts zieht. Schauen wir mal, was passiert. Es kommen hier neue Elektronen rein, die haben das Loch besetzt. Und auf der rechten Seite war hier noch ein freies Elektron, ich spule nochmal kurz zurück. Da ist es und das wird abgesaugt. Das heißt, von links werden weiter Löcher besetzt, von rechts werden die freien Elektronen noch abgesaugt und dadurch vergrößert sich die Schicht ohne freie Ladungsträger. Ja, und das geht ganz schnell und dann haben wir eine ausgedehnte Grenzschicht und es kann kein Strom fließen. Das heißt, die Diode sperrt und das haben wir ja auch gesehen. Natürlich kann ich noch die Spannung weiter vergrößern. Um 4, 5 Volt werden die Elektronen von der linken Seite ganz nach rechts durch die Diode hindurch gepresst. Ja, klappt das zwar mit dem Stromfluss, das geht zwar dadurch, aber dadurch haben wir dann die Diode auch zerstört. Legen wir stattdessen die Spannung andersherum an. Das heißt jetzt links den Pluspol, rechts den Minuspol und schauen mal, was nun passiert. Jetzt werden links Elektronen abgesaugt und rechts hineingegeben. Das heißt, die Elektronen werden nach links gezogen, das bewegt sich nach da. Derweil werden auch die gebundenen Elektronen nach links gezogen. So verschiebt sich dann das Loch nach und nach rechts. Jetzt könnte man denken, an der Stelle ist auch Schluss, aber aus dem Kontaktbereich kann wieder ein Elektron herausgezogen werden oder auch zwei. Und gleichzeitig kommen von der anderen Seite auch Elektronen nach. Und dann passiert das hier. Ich zeige es nochmal. Von links entstehen neue Löcher und durch das Verrutschen der Elektronen wandert das Loch von links nach rechts in die Mitte. Von rechts kommen freie Elektronen, bis dann schließlich dort immer wieder die Elektronen auf die Löcher treffen. Und so kann Stromfluss entstehen. Okay, das schreiben wir auch nochmal auf. Das heißt also, links werden neue Löcher erzeugt, H+, hole und positiv geladen. Rechts werden Elektronen hineingedrückt. In der Mitte treffen die ganzen sich dann und rekombinieren. Das heißt also, anders ausgedrückt, rechts fließen permanent Elektronen hinein, links kommen ständig welche raus und nach außen hin haben wir einen wunderbaren Stromfluss durch die Diode. Das klappt natürlich nur erst dann, wenn dieses kleine elektrische Feld, das sich hier aufgebaut wird, überwunden werden kann. Das ist so bei einer Spannung ab etwa 0,5 Volt der Fall und das hatten wir auch im Experiment gesehen. Vorher fließt noch kein Strom. Etwas vereinfacht kann man sich das so ungefähr vorstellen. Von links fließen die Löcher in die Mitte, von rechts fließen die Elektronen in die Mitte und in der Mitte kombinieren dann die ganzen miteinander. Ja, und wir haben eine leitende Diode.